Ich frage mal eben, Felix, bist du auch bei uns? Bist du einsatzbereit? Ich bin da. Alles gut. Super. Schönen guten Abend. Ja, wir haben nicht lange überlegen müssen, als wir uns gefragt haben, welchen neuen Autor wir für euch an Halloween vorstellen wollen. Da war schnell klar, Felix Münter ist der richtige Mann. Guten Abend, Felix. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend, Felix, auch von meiner Seite. Eines vorweg. Wir haben Felix live getroffen, besser gesagt, ich habe ihn dann live getroffen, letzten Sonntag, nee, Samstag war das, in Essen. Und also skurriles Detail nebenbei, die Größenverhältnisse unserer Avatare täuschen ganz erheblich. Ich habe ihm am letzten Sonntag gegenüber, Samstag gegenüber gestanden und es dauert wirklich lange, bis Felix aufsteht, weil ich glaube, du bist so gute 2 Meter groß, oder? Ja, 2,01 Meter heißt, oder steht zumindest im Ausweis. 2,01 Meter, hat man wirklich gemerkt, denn es wurde immer, es dauerte und dauerte und der Ball war noch nicht oben angekommen. Das war schon ganz erheblich. Ja, okay. Ja. Lesung, Felix, deine zweite Lesung in virtuellen Welten. Die Eindrücke sind bei dir bestimmt noch frisch. Wie hast du als jemand, der häufig live liest, deine erste virtuelle Lesung erlebt? Ich muss ganz ehrlich gestehen, war unheimlich erstaunt darüber, dass so viele Leute über dieses Medium zusammenkommen. Also ich habe Second Life nie wirklich so ganz auf dem Schirm gehabt. Jetzt weiß ich, es ist tatsächlich was... Ich bin sehr leise, okay. Ich guck gleich nochmal, dass ich ein bisschen was dran stellen kann. Felix, also du musst euch nichts stellen, würde ich sagen. Wenn er den nicht sehr laut hört, dann zoom bitte an ihn heran. Das wird er nicht steuern können, sondern einfach an ihn ranzoomen. Er ist meiner Ansicht nach sehr, sehr gut zu verstehen. Wenn er natürlich sehr weit hinten steht, dann kann das passieren. Jetzt haben wir dich unterbrochen. Okay, also ich glaube, ich finde den Faden aber wieder. Also ich war erstaunt über die Community, über die Menge an Zuhörern, bin das jetzt tatsächlich auch wieder, wenn ich mich hier mal so ein bisschen umgucke. Und ja, finde es eine spannende Geschichte, weil, also ich meine, ist ja immer ganz schön, zu Hause zu sitzen, sich nicht fertig machen zu müssen und trotz alledem irgendwie was aus seinen Werken zum Besten geben zu können. Ja, wir sitzen hier, du hast es gerade schon gesagt, also erstmal sind sehr viele Leute da, das ist ja schön. Du bist ein bisschen abgehackt mittlerweile. Ich bin abgehackt, deswegen reagiert auch keiner. Grandioses Bühnenbild von Barlock. Ganz, ganz toll geworden. Und wir finden Spitze. Schönen Dank für den Applaus. Den muss ich mich so anschließen. Also es ist großartig. Man fühlt sich, wenn man draufblickt, schon an der einen oder anderen Stelle ins Buch hineinversetzt. Felix, du schreibst, ich hoffe, du kannst mich jetzt einigermaßen verstehen, du schreibst Science Fiction, du schreibst auch Fantasy, du schreibst Postapokalyptisches, du schreibst im Prinzip auch, ja, das hat auch Horrorelemente. Wie viele Bücher hast du bisher insgesamt verfasst? Also, ich bin seit September, Oktober 2014 dabei, im Moment sind auf dem Markt 4 Bücher, und ja, jetzt im Kommen innerhalb der nächsten, ich sag mal so 6 bis 8 Monate, rollt da nochmal irgendwie 3 Fantasy-Bücher, eins Richtung Thriller und nochmal ein bisschen was Postapokalyptisches nach. Das ist zumindest soweit schon fertig in der Pipeline. Da geht's jetzt nur noch um die Veröffentlichungstermine. Gibt Leute, die geben mir diesen Beinamen Schreibmaschine. Ich weiß nicht, ich glaube, also es gibt ja immer wieder so die Momente im Leben, da hast du die Dinge gefunden, die du gerne machst. Und das ist bei mir genauso passiert. Und dann produzierst du einfach, schreibst runter, so wie die Ideen da sind. Du hast im Prinzip meine nächste Frage schon. Wenn du hast dich 2000,
2014 entschieden, nicht nur Autor zu werden, sondern auch gleich wirklich Fließbandautor zu werden mit ganz hohem Output. So ist das, ja. Wenn ich jetzt noch erzähle, dass ich Freiberufler bin und noch irgendwie so ein 40 bis 60 Stunden Arbeitspensum irgendwie jede Woche habe, dann fragen die meisten Leute eh, wie das möglich ist. Aber ja, eine Antwort darauf habe ich sehr wenig. Also ich schreibe irgendwie so 2 bis 3 Stunden am Tag. Und wenn es fertig ist, ist es fertig. Manche Sachen gehen ganz schnell. Ich leite direkt mal so ein bisschen über das Buch, um das es heute geht. Also Acadia ist beispielsweise innerhalb von 12 Tagen so in der Rohfassung erstanden. Ja, okay. Die nächste Frage kommt von meiner Frau. Wir versuchen das mal. Hoffen, dass es mit der Lautstärke klappt. Ja, du bist Diplom-Sozialarbeiter und Pädagoge. Wie kommt man von da zur Postapokalypse? ja, nette Frage. Also ich bin eigentlich so ein riesiger Fan von diesem ganzen Fallout-Merchandise und muss sagen, das habe ich begleitet seit 97, 98, seit so den ersten Teilen. Das hat mich immer so fasziniert, dieses ganze Setting, weil es halt damals war es was anderes. Also damals gab es größtenteils diese ganzen Fantasy oder ganz harte Science Fiction in die Richtung. Und das war tatsächlich auch mal medial über Computerspiele eine ganz andere Geschichte, die einfach sehr faszinierend war und mich von ersten Moment an irgendwie direkt in den Bann gezogen hat. Und von daher, also es waren für mich vor allen Dingen Pfade, die nicht so ausgetreten waren. Ich habe so ein bisschen recherchiert auf der Homepage bei dir. Man findet da sehr viel, man findet einen guten Überblick. Und ich habe gesehen, viele deiner Bücher sind bei Manticore herausgekommen. Das ist auch ein Spielverlag, oder? Macht oder wird da auch gemacht, ja. Rollenspiele, Spielbücher und ich glaube ein Brettspiel oder so. Aber ja. Bücher stehen jetzt seit, ich würde sagen, 2, 3 Jahren relativ im Vordergrund. Also es wird sehr viel Englisches quasi übersetzt, die ganzen großen Heinlein und wie sie alle heißen. Ja, okay. Ich glaube, die machen auch die Übersetzung von den Starship Troopers oder haben die gemacht, kann das sein? Das glaube ich auch da rausgekommen. Ja. Ist von denen. Ja, okay. Ja, wie ist es denn zu der Zusammenarbeit gekommen? Wie bist du an die gekommen? Hast du denen einfach mal was eingereicht oder gab es da andere Sachen, wie das so entstanden ist? Ja, also ich treibe mich jetzt, ich würde jetzt mal schätzen, seit 15 Jahren irgendwie so in der Rollenspielbranche rum. Und mein erstes Buch ist, das ist eine relativ witzige Geschichte, mit der mich meine Freundin heute immer noch aufzieht, aber mein erstes Buch ist entstanden 2011, das ist der Beginn dieser Rising-Reihe. Und das ist geschrieben, als sie ein Auslandssemester in Australien hatte, ich weiß nicht, also ne, man hat dann auf einmal zu Hause ziemlich viel Zeit, schreibt was, bekommt dann damit auch irgendwie fertig und dann landete das in einer Schublade bei mir. Weil dann haben es ein paar Freunde halt gelesen und gesagt, ja, ist gut, aber man hat ja selbst immer so ein bisschen so eine Hürde, die man erstmal überwinden muss. Und die war nie so ganz geknackt. Und meine Freundin ist oder studiert unter anderem auch Sprachen, hat so ein paar Praktika bei Verlagen gemacht und sagt, komm, geh damit doch mal zu einem Verlag. Und ja, dann sind wir 2012 oder so im Oktober über die Spielemesse und haben so ein bisschen geguckt, weil ich mich auch nicht irgendwie an die großen Verlage rantraute. Und sah dann da den Manticore Verlag, sprach mit dem Verlagsleiter, dem Nick. Und der sagte, ja, könnte man sich vorstellen und so. Und dann lief das alles an. Ja, und ich habe gerade schon erwähnt, ich bin halt Freiberufler. Und hatte dann kurz danach so eine Umstellung mit einem großen Auftraggeber, vielen Stunden in der Woche. Und habe gesagt, komm, das funktioniert jetzt nicht so gut. Und dann ist das so versandet. Und dann haben die sich, oder hat Nick sich Anfang 2014 gemeldet und gesagt, hör mal, du hast ja doch mal was eingeschickt, steht das Ganze denn noch? Und sag, ja klar, tut das noch. Und dann sind wir von da an eigentlich so weitergekommen. Und ja, das gebe ich immer so ein bisschen gerne. Also ich habe nicht 20.000 Verlage angeschrieben oder so. Es war der allererste Verlag und da hat es von Beginn an sofort geklappt. Du beschreibst die Welt von Rising auf deiner Homepage auch. Also da gibt es extra ein Icon, da klickt man drauf, ne? Dann kriegt man mehr Informationen dazu. Das ist richtig, das ist richtig. Das muss ich auch mal überarbeiten. Also ich bin gerade dabei, auch noch eine Wiki dazu aufzustellen, weil ich halt selber gerne mit sowas arbeite. Ja, ich hatte mir erst vorher noch überlegt, ist das vielleicht so ein Spieluniversum? Und hat er gedacht, hat er da vielleicht auch schon angefangen, ein Spiel zu entwickeln? Ist sowas vielleicht auch mal angedacht?
Das ist nicht das erste Mal, dass ich das gefragt werde. Ich glaube, dass das Universum, die Welt an sich, würde sowas hergeben. Ich glaube, zu Beginn, als ich angefangen habe, da zu schreiben, war das durchaus mal ein Gedanke, von dem ich mich nicht so frei machen kann. Im Moment spielt Rollenspiel immer noch eine Rolle irgendwie in meinem Leben, aber nicht mehr so groß, dass ich das irgendwie mit Nachdruck verfolgen würde. Also interessant ist der Gedanke immer noch, aber im Moment hat er nicht so die Priorität. Vielleicht mal wieder, werden wir mal sehen dann. Ne? Okay, die nächste Frage kommt von Frau Selina. Ja, die zwei wichtigsten Fragen des Abends. Welchen Roman hast du uns mitgebracht und worum geht es? Okay, also ich habe mitgebracht Acadia, das ist tatsächlich mein dritter Roman gewesen. Acadia lässt sich relativ grob im Bereich Horror einordnen. Ich glaube, es wandelt so ein Stück weit auf den Spuren von Lovecraft mit den Bergen des Wahnsinns oder dem Ding aus einer anderen Welt. Spielt in der Antarktis, ist ein Roman, der konsequent aus der Perspektive eines Protagonisten erzählt wird, nämlich von Nigel bzw. Neil White in der Abkürzung, einem Journalisten, der angeheuert wurde, diese Expedition oder eine Expedition in die Antarktis zu begleiten. Das ist ein relativ zynischer, schwarzhumoriger Knochen, der, ja, also man erfährt in dem Roman so ein bisschen was zu seiner Weltsicht und zu den ganzen Dingen, die ihn so herumtreiben. Und er gerät während dieser Expedition immer mehr in so einen Albtraum hinein, den er sich eigentlich vorher nicht vorgestellt hat. Es ist ein relativ klassisches Horror-Setting. Wir haben eine abgeschlossene Situation. Wenig Kontakt zur Außenwelt, also so eins der, ich glaube, klassischsten Settings, die es da gibt. Wir wollen ehrlich sagen, es ist noch eines der wunderbarsten Settings, eine Privatstation, überhaupt im ewigen Eis oder in den Bergen. Das gibt wahnsinnig viel her, da kann man viel mitmachen. Und ich denke, du hast da auch viel mitgemacht. Ich glaube, auch die Bühne gibt heute Abend einiges davon wieder. Und wir wünschen euch jetzt viel Spaß mit Felix Münter, der jetzt aus Arcadia liest. Ich muss es vorher aussprechen, ich habe es mir erst Arcadia ausgesprochen. Wir wünschen euch viel Vergnügen dabei. Wir haben uns beim FCA schon überzeugen können, dass Felix ein extrem guter Vortragender ist. Und wir wünschen euch jetzt einfach viel Spaß. Felix, die Bühne gehört dir allein. Ich danke. Okay, ich habe euch eine Passage mitgebracht, die startet etwas später oder stammt aus dem, ich würde sagen, letzten Drittel des Buches, so ein bisschen zur Vorgeschichte. Wir haben drei Protagonisten, also beziehungsweise drei Charaktere, die wir jetzt hier begleiten. Das eine ist Nigel, der Hauptprotagonist. Der wird begleitet von einer Forscherin, einer Glaziologin und einem Mitglied der Mannschaft des Eisbrechers, mit dem sie dorthin gefahren sind, einem Russen. Und die drei sind jetzt mehr oder weniger auf die Antarktis, in diese Polarstation hinein, sind dort zum ersten Mal mit diesem Schrecken, der dort sich offensichtlich heimisch getan hat, aneinander geraten. Es scheint so zu sein, dass diese Basis völlig verwüstet ist. Die ehemalige Besatzung scheint von irgendetwas besessen zu sein. Sie haben schon einige Auseinandersetzungen damit gehabt. Es gibt Gedanken, ob es nicht Parasiten sind, die sich dort eingenistet haben. Und ein Schneesturm hat diese drei also in dieser Basis festgehalten. Der ist jetzt abgeklungen und jetzt haben die drei natürlich nichts anderes vor, als irgendwie endlich noch mit der heilen Haut da rauszukommen und zu flüchten. Und genau an dieser Stelle würde ich jetzt beginnen. Vorsichtig bauten wir die Barrikade ab. Immer darauf bedacht, dabei bloß nicht zu viel Lärm zu machen. Im dahinterliegenden Gang erwartete uns keine Überraschung. Das Chaos war immer noch so, wie wir es verlassen hatten. Im Halbdunkel der Station warteten sie nicht auf uns. Mit jedem Schritt schlug mein Herz schneller, denn ich erkannte die Parallelen zu Coopers Bericht. Dann erreichten wir die Tür. Noch einmal sahen wir uns an, nachdem wir unsere Schutzbrillen aufgesetzt hatten, schienen auf etwas zu warten. Also gut, los, sagte ich laut und gab damit das Startsignal. Entschlossen packte ich den Türgriff, drückte ihn hinunter und machte die Tür auf. Das Weiß war überwältigend. Meine Augen begannen trotz der getönten Gläser zu tränen. Sie hatten sich in den letzten Stunden zu sehr an das Halbdunkel gewöhnt. Der Himmel war wolkenverhangen, aber dennoch war die Leuchtkraft des Schnees gewaltig. Fasziniert blieb ich in der Tür stehen, auch um meinen Augen Zeit zu geben, sich an die neuen Lichtverhältnisse zu gewöhnen.
Dann wagte ich den Schritt nach draußen. Als der Schnee unter meinem Stiefel knirschte, zuckte ich zusammen. Es war fast windstill und die Antarktis breitete sich in ihrer ganzen fremdartigen Schönheit jenseits des Camps aus. Der Schneesturm musste heftig gewesen sein. Die Verwehung verschlug mir den Atem. Der glitzernde Schnee türmte sich dort, wo der Wind ihn gegen Widerstand getrieben hatte, hoch auf. Wo der Schnee keinen Halt finden konnte, glitzerten Frostkristalle auf den Oberflächen. Das Zelt, in dem wir zu Beginn unseres Horrortrips die Ausrüstung gestapelt hatten, stand noch und im Hinblick auf den einen oder anderen Campingausflug, bei dem mein Zelt schon bei unproblematischeren Wetterlagen den Geist aufgegeben hatte, war ich ehrlich erstaunt. Der Eingang war offen, vielleicht ein Vorbote auf das, was uns im Inneren erwartete. »Nun geh schon«, sagte Maria hinter mir. Erst jetzt fiel mir auf, dass ich den anderen im Weg stand. Unsicher sah ich mich um. Ich hatte eigentlich eine geifernde Meute dieser Monster erwartet, die sich sogleich auf uns stürzen würde. Aber nichts dergleichen. Ein schneller Blick in die Gesichter der anderen, doch auch bei ihnen konnte ich nichts erkennen. »Jerki, mach eine von den Flaschen fertig, nur für den Fall«, sagte ich. Erst als der Riese den Lappen einer der Brandflaschen angezündet hatte, fühlte ich mich sicher genug, den nächsten Schritt zu machen.